Wir haben sofort beide Schiffe gebaut. Das ist schon mal sehr gut. Also dadurch, dass wir so viele Fabriken haben und die Fabriken, die wir haben, auch mehr bringen als normal, können wir halt recht schnell recht viel produzieren. Normalerweise hätten die Santa Marias wahrscheinlich 2 Runden gebraucht. Also wir hätten gerne die Santa Marias 2. Wir beladen alle mit Kolonisten. Wir teilen sie auf. Schicken einen nach Wallaby. Kolonisieren. Gehen auf vor. Oder auf zurück. Santa Maria 6. Ah, das ist die andere. Okay, und du fliegst nach da und kolonisierst da. Dann haben wir ein paar Runden, um nicht zu sagen in 5, 4 Planeten. Das müsste eigentlich für den Anfang reichen. Aber gucken wir mal, was da unten noch so ist und da oben. Sehr viel weiter weg würde ich auch gar nicht kolonisieren wollen, weil wir halt nicht schnell genug da irgendwelche Einheiten hinbekommen. Apropos Einheiten, das sollten wir auch demnächst angehen, auf Simple, dass wir so 10 oder so von diesen leichten Zerstörern bauen. Aber gut. Vor. Orange ist minus 17, Steppenwolf ist minus 5. Sehr schöner Roman von Hermann Hesse. F9. Beethoven, minus 25%. Und das war's schon wieder. Die sind auf dem Weg. Ich guck mal ganz kurz zur Forschung. Eigentlich dürfte da jetzt nichts passiert sein in der Zwischenzeit. Biotechnologie. Ressourcen bis zur Vollendung. Schätze Fertigstellung 3 Jahre. Letztjähriges Forschungsbudget 2... Ah, ich habe was vergessen. Etwas Ärgerliches. Und zwar hier. Wir haben ja eingestellt, dass 15% unserer Einnahmen in die Forschung gehen. Wir haben auf unsere Heimatwelt eingestellt, dass nur die Ressourcen in die Forschung gehen, die über sind. Wir haben es aber nicht auf der Kolonie gemacht. Das heißt, wir hätten hier und... Oh, haben wir doch. Oh, das ist ja gut. Wo kommen denn die 2 Ressourcenpunkte her? Hatten wir wohl doch irgendwann mal was über. Aber na gut. Also ja, wir könnten recht schnell die Forschung jetzt weiterbringen, weil wir halt schon eine einigermaßen gut funktionierende Wirtschaft haben. Oh, haben wir nicht. Haben wir nicht, wir haben kein Erz mehr. Bergwerke, Autobild, 50 Stück. So, das ging ja schnell. Die beiden Santa Maria müssen doch recht viel gekostet haben. Und die ganze Fabrik, die ich die ganze Zeit gebaut habe. Aber ja, so, F9. Du hast 50 Bergwerke auf Simple gebaut. Das ging mal schnell. Und da unten sehen wir gleich, wir haben schon wieder ein wenig mehr. Vielleicht sollten wir das mal erhöhen. Bergwerke auf 100. Fabriken auf 100. So, ja, wir sind jetzt schon bei 263.000. Das heißt, wir könnten auch mal einen Transporter bauen. Um nicht zu sagen gleich 2. Die laden wir dann voll mit Kolonisten und schicken sie auf den Planeten, damit der ein wenig schneller wächst. Nachrichten haben wir sonst. Molke ist minus 2 und das war's. F9. Wir haben 2 mittlere Frachter gebaut. Okay, die würden wir gerne als Ziel nehmen. Und beladen. Wir könnten jetzt. Wir haben 300.000 Kolonisten. Das ist eigentlich so die optimale Zahl. Aber die hätten wir in 2-3 Runden auch wieder. Das heißt, wir laden jetzt 520 Kilotonnen Kolonisten in unsere Frachter. Schicken sie dahin. Mit dem Befehl Transport. Kolonisten. Alles entladen. Und danach können wir sie wieder zurückschicken. Aber das können wir auch manuell machen. So, nächste Nachricht. Wir haben 69 Bergwerke gebaut. Das geht richtig ab da. Sehr schön. Vor. Wir haben einen Planeten namens Scarlet mit minus 15% gefunden. Wo bist du? Da unten. Okay. F9. Du hast 92 Bergwerke gebaut. Jetzt seht ihr hier unten, die Zahl hat sich inzwischen gut regeneriert. Also das Dunkle ist das, was wir gerade haben an Ressourcen und das, was wir nächste Runde haben werden, glaube ich. Oder das, was wir jetzt jede Runde produzieren. So oder so, wir haben uns gut erholt. Wir sind jetzt bei 221 Bergwerken von 311. Wir könnten inzwischen aber richtig viel mehr Fabriken haben. Das heißt, ich sollte langsam mal das Ganze hier wieder umdrehen, dass zuerst die Fabriken gebaut werden und dann die Bergwerke. Das heißt, wir schieben die wieder nach oben. Und gucken mal, wie viele davon produziert werden können.
Sobald wir nicht mehr die Ressourcen haben, die Fabriken zu bauen, also sobald wir kein Germanium mehr haben, ja, dann werden die Bergwerke gebaut, wenn ich das richtig verstanden habe. Fertigstellung 7 Jahre, Fertigstellung 7 Jahre, Fertigstellung 1 bis 9 Jahre. Schauen wir mal. Weitere Nachrichten. Scurvy ist minus 24, ist nicht interessant. Ja, Badger ist auch ein, wie nennt sich das? Eine Phrase. You betcha. Also du kannst drauf wetten. In so einem amerikanischen Slang. Die Namen sind echt Finale. Na gut. Das ist wirklich einer der einzigen Kritikpunkte, den ich habe an dem Spiel. Man kann den Namen nicht ändern. Jedenfalls nicht, soweit ich weiß. Und das mag ich doch nicht so sehr. Ich würde gerne meine Heimatwelt auch Heimatwelt nennen können und meine Kolonisieren Alpha, Beta, Gamma, Delta und so weiter. Aber na gut, werde ich mit leben müssen. F9. Voyeur hat alle Befehle ausgeführt. Oh, du bist schon durch. Okay. Dann hast du nur noch 121 Treibstoff. Flieg mal zurück. 9 Jahre. Also ja, im Tutorial haben wir die immer gleich verschrottet. Ich sehe da nicht so wirklich Sinn drin. Wir lassen die jetzt neu betanken und fliegen dann mal mit denen in eine andere Ecke. Hier zum Beispiel hin. So, nächster Befehl. Wir haben Kishi unter Kontrolle gebracht. Wir hätten gerne ändern. Nur übrige Ressourcen. Okay. Fabriken 3, Bergwerke 3, das ist soweit in Ordnung. Weiter. Kishi wurde geterraformt. Okay. Wir haben Nickel gefunden mit 36%. Wo bist du? Du bist da unten. Wäre also noch in unserem Einflussgebiet. Auch wenn es ganz schön anmaßend ist. Ich zoome noch mal ganz kurz raus. Also das, wenn wir jetzt sagen würden, das, was wir bisher aufgedeckt haben, ist unser Gebiet, dann müssen wir mal veranschlagen, wie viele andere Rassen es gibt. Es gibt nur 11 andere Rassen. Wenn alle anderen 11 Rassen auch so ein Gebiet für sich in Anspruch benommen nehmen würden, würden sie dann alle auf die Karte passen? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, locker. Ha, also können wir noch ein wenig uns expandieren. Also ich denke mal, das da oben können wir noch erforschen und das da unten. Und dann werden wir dieses Gebiet hier sichern für uns. Also eigentlich macht es wenig Sinn, was ich jetzt gerade tue. Wir igeln uns jetzt echt ein. Und nehmen nur Planeten, die innerhalb dieses Radiuses sind. Eigentlich müsste man die ganze Karte erforschen, gucken, welche Planeten für einen am besten geeignet sind und die dann in Anspruch nehmen. Der Haken dabei ist, dass die Verteidigung oder die Supply Lines, also die Versorgungslinien, dadurch recht lang werden und man die nicht mehr schützen kann. Und das habe ich recht ungern, da ich allgemein nicht so aggressiv spiele. Das heißt, wir werden uns wirklich nur dieses Gebiet hier nehmen. Ranzoom. 125. Das heißt, in diesem Gebiet haben wir bisher vier Planeten, die sehr gut geeignet sind. Das werden dann unsere Hauptwelten. Also Simple wird unsere Hauptproduktionswelt sein und eine von den anderen wird noch eine Produktionswelt sein und der Rest wird Breeder-Kolonien sein. Das heißt, die werden echt nur dazu da sein, Bevölkerung zu produzieren und den Rest auf andere Planeten zu schicken. Also die ganzen kleinen hier, die noch grün sind und die später gelb werden werden. Gelb werden werden? Gelb werden, die später gelb werden und eventuell noch wieder grün. So, was haben wir noch an Nachrichten? Ozon ist auf minus 8%, das ist egal. Wir könnten auch langsam die Forschung anschmeißen. Wir haben jetzt schon sehr viele Jahre damit verbracht, einfach nur zu produzieren. Simple ist bei 365.000. Das ist schon fast zu hoch. Aber gut. Wir können also gleich das Schiff wieder zurückschicken und wieder Kolonisten abholen. Also ja, wir können mal die Forschung anmachen. Wir wollten Biotechnologie, organische Panzerung nehmen. Das ist soweit in Ordnung. Dann stellen wir jetzt hier ein, ändern und dass immer 15% der Ressourcen in die Forschung gehen. Jetzt gucken wir zur Forschung und es dauert 11 Jahre. Kann ich mitleben. Fertig. F9. Zwei Bergwerke auf Equalis. Wir haben Wallaby unter Kontrolle gebracht. Sehr gut. Wir hätten gerne drei Fabriken, drei Bergwerke. Ist auch okay. Hier ist unser Scout, der zurückkommt. Wir haben keine Radarabdeckung um Wallaby und um Equalis, wenn ich das richtig sehe.
weil wir halt keine Radarstationen da haben und keine Schiffe. Das heißt, wir gehen jetzt auf Simple, der inzwischen 250 Fabriken hat und 221 Bergwerke, und sagen ihm, du baust bitte nach oben, nach oben, nach oben. Du brauchst bitte 10 leichte Zerstörer. Okay. Davon schicken wir dann 5 nach Wallaby und 5 nach Equalis. Und später bauen wir nochmal 10 leichte, die dann hier auf dem Planeten bleiben. Achso, ich habe Quiche vergessen. Nee, ändern. Wir hätten gerne 15 leichte Zerstörer. So. Weitere Nachrichten. Wir haben Wallaby geterraformt. Ja, okay. F9. Wir haben 9 Schiffe gebaut. Go to. Ich hätte gerne teilen. Und so hätte ich gerne Flotte 6, 5 leichte Zerstörer. Wo ist Flotte 6? Da ist Flotte 6. 5 leichte Zerstörer. Ihr fliegt bitte nach Wallaby. Gibt es einen Auftrag verteidigen oder machen die das automatisch? Ich denke, die machen es automatisch. Patrouille. Ah, okay. Also wir könnten wahrscheinlich hier irgendeine Route im All festlegen und die fliegen dann da immer im Kreis. Aber nee, die sollen einfach auf Wallaby stationiert werden. Also fliegt einfach dahin ohne Auftrag. Nachrichten. Wir haben ein Bergwerk gebaut. Wir haben Kolonisten nach Equalis gebracht. Wie sieht Equalis jetzt aus? Wir sind bei 67.000. Maximum ist hier eine gute Million. Das heißt, wir wollen auch hier erstmal auf 300.000 kommen. Sobald wir hier auf 300.000 kommen, können wir auch unsere Heimatwelt zu einer richtigen Produktionswelt werden lassen, indem wir die Bevölkerung bis zum Maximum expandieren lassen. Vorher allerdings sollten wir unseren Frachter wieder zurück nach Hause schicken. Mittlerer Frachter hat alle Befehle ausgeführt. Ja, deswegen fliegst du jetzt auch wieder nach Hause. F9. Deine Raumstation hat 6 neue Zerstörer gebaut. Vorwärts. Du hast 4 Bauwerke gebaut. Wir haben einen Planeten namens Nova mit minus 2% gesehen und das war's. Sü. Was sagt Simple? Simple sagt, er muss keine Zerstörer mehr produzieren. Du sammel doch bitte dich mit den anderen Zerstörern und teile dich dann auf. 5-5. So, du fliegst bitte nach Kische. Und die anderen, also das ist jetzt Zerstörer Nummer 2. Zerstörer Nummer 8 geht dahin. Ich habe gerade einen gedanklichen Fehler gemacht. Unsere Zerstörer haben keine Scanner. Das heißt, sie können jetzt zwar dahin fliegen und die ganzen Planeten verteidigen, aber es wird keine Radarblase auftauchen. Dafür brauchen wir diese kleinen Voyeure. Oder halt wirklich planetengestützte Scanner. Was vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist. Aber die können wir eigentlich erst bauen, wenn die Wirtschaft einigermaßen gut funktioniert. Und das tut sie da einfach noch nicht. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere kleine Drohne hier, schicken die... Jetzt müssen wir sie auswählen. Du, Voyeur 1. Du fliegst bitte nicht in den Weltraum, du fliegst auch nicht nach Hause. Du fliegst bitte nach Wallaby. Und dann hatten wir noch irgendwo einen Voyeur. Hier. Du fliegst jetzt zu den letzten Planeten und fliegst danach zurück nach Equalis. Du musst weiter runter. Oh, wie ziehe ich einen Wegpunkt hier in der Liste nach unten? Also jetzt dahin, dann gehe ich nach ganz unten und klicke jetzt auf Equalis. Ah, okay. Das heißt, er fliegt jetzt hier so einen Bogen und fliegt dann dahin. Das heißt, wir bräuchten nur noch einen Voyeur für Kische. Auch wenn die Voyeure nicht so eine riesen Reichweite haben. Aber es soll bis zuerst erreichen. Also wir gehen auf Simple, machen ganz kurz hier noch einen Voyeur rein. Obwohl, die kosten nicht viel, ne? Wir könnten auch einfach ganz, ganz viele davon bauen und so ein richtiges Netz hier drumherum legen. Apropos Netz legen, Minenleger. Ja, sollten wir auch bald mal machen. Wenn wir dafür die Technologie schon haben, was der Knackpunkt sein wird, denke ich mal. Aber gucken wir. Wir hätten gerne erstmal einen Voyeur. Und der soll bitte nach ganz oben. So, okay. Dann gucke ich mal ganz kurz mit F4 auf die verschiedenen Chassis, die wir haben. Verfügbare Baupläne. Wir hätten gerne... Nee, kein Minenleger. Ah, schade. Gehe ich mal ganz so mit F5 auf die Forschung. Wir brauchen noch 4 Jahre für die organische Panzerung. Wir hätten in Elektronik im nächsten Tech-Level bessere Scanner.
Wir hatten den Privateer, das war ein größerer Schiffsrumpf, was schon mal recht praktisch wäre. Wir hätten bei Antriebe nächstes Mal gar nichts, erst beim übernächsten Mal. Bei Waffen hätten wir beim nächsten Mal auch nichts und bei Energie auch nichts. Das macht es mir ein wenig leicht. Also erstmal Elektronik und Konstruktion. Elektronik für die besseren Scanner halt und Konstruktion, damit wir ein größeres Schiff haben, dass wir dann auch ein wenig besser panzern sollten. Aber das machen wir auch erst, wenn wir hier die organische Panzerung haben. So, wir bleiben also bei Biotechnologie und danach würden wir gerne auf Elektronik umschalten. Fertig. Nachrichten haben wir auch keine mehr. Aber gut, dann machen wir erstmal einen kleinen Cut. Wir kommen ja soweit recht schnell voran. Ich glaube sogar zu schnell. Also ich habe bestimmt eine Menge übersehen. Aber mit den Konsequenzen davon muss ich dann halt klarkommen. Bis jetzt bin ich relativ zufrieden mit den Zahlen. Vor allem, dass die Bevölkerung so schön schnell wächst. Vor allem richtig schnell wächst. Die sind schon weit über ihren 30%. Wir sind schon bei der Hälfte. Also müssen auf jeden Fall mehr Kolonisten von hier wegschaffen. Solange die Bevölkerungswachstumszahlen noch einigermaßen gut sind. Wallaby zum Beispiel wird sich anbieten. Die sind ja erst bei 3300. Also ja, der nächste Transporter geht auf jeden Fall nach Wallaby. Aber gut, jetzt erstmal ein Cut und wir sehen uns gleich wieder.